hallo, wir sind Praktikanten im Verein Kommunikation und Medien in Freiburg und nehmen momentan die Interviewreihe Gesichter der Medienbildung auf. Heute wollen wir uns vorstellen und erzählen, wieso uns Medienbildung so wichtig ist. Hallo, ich heiße Eli Ruben. Ich bin deutsch-französischer Master und ich mache mein Praktikumssemester eher in Kommunikation und Medien. Warum Medienpädagogik wichtig ist, also besonders heute, ich dachte, dass wir sollen eine richtige Ausbildung machen mit den Medien und die Kommunikation. Also das ist besser für die Entwicklung von unserer Bevölkerung und auch unsere Vernutzung von den Medien. Hi, ich bin Carola, ich studiere Medienkulturwissenschaft an der Uni Freiburg und in meiner Schulzeit ist mir persönlich die Medienbildung zu kurz gekommen. Deshalb habe ich nach meinem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr in der Kultur bei einem freien Radiosender gemacht und mich im Anschluss dazu entschlossen, mich auch in meinem Studium damit zu beschäftigen. Zusätzlich zu meinen Studieninhalten in Theorie und Praxis ist mir aber auch der pädagogische Aspekt wichtig. Denn wir leben in einer digitalisierten Welt und sind ständig von Medien umgeben. Und ich möchte dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche Medienkompetenzen erwerben und einen sicheren Umgang im Netz lernen. Ja, hi, ich bin Max, studiere an der Universität Siegen Medienwissenschaften und da heutzutage in fast allen Bereichen Medien verwendet werden und damit umgegangen werden muss, finde ich es sehr wichtig, Medienkompetenz zu erlernen und sich damit zu befassen. Alle sagen, man braucht Medienkompetenz. Hier in Freiburg beschäftigt sich vor allem Kommunikation und Medien damit. Medienpädagogische Kompetenzen zu erlernen ist im heutigen digitalen Zeitalter mehr als wichtig, auch hinsichtlich jetzt Kindern und Jugendlichen, aber auch älteren Menschen. KUM setzt sich in vielen Projekten damit auseinander und das finde ich persönlich sehr gut. Hallo, ich heiße Emma und studiere Erziehungswissenschaft in Freiburg. Für mich bedeuten Medien Teilhabe und deswegen ist für mich Medienpädagogik sehr, sehr wichtig. In meinem Studiengang gibt es leider nicht viele Möglichkeiten, darüber zu lernen und deswegen bin ich sehr froh, dass ich bei KUM mein Praktikum machen kann und viel über das Thema Medienpädagogik lernen kann. Im Frühjahr 2021 verbringen wir gemeinsam unsere Praktikumszeit auf Abstand bei Kommunikation und Medien. Und um unsere Praktikumsstelle und KollegInnen besser kennenzulernen und sie auch euch vorzustellen, starten wir die Interviewreihe Gesichter der Medienbildung in Freiburg. Denn die Medienbildung hier ist vielfältiger, als man auf den ersten Blick meint und hat aus unserer Sicht einen höheren Stellenwert verdient. Wir freuen uns, wenn ihr euch unsere Interviewreihe anschaut.